Guck mal, wir haben hier einen geheimen Raum. Ich weiß, was hier ist. Komm bitte nicht rein. Komm bitte nicht rein. Komm nicht rein. Nein, 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 nein. Wirklich nicht? Komm nicht rein. Komm nicht rein! Hier ist doch gar nichts. Ja, genau deswegen solltest du nicht reinkommen. Hey Leute! Was geht? Kann ihr mit? Danja! Hallöchen! Hallöchen, Danja. Na, alles klar? Ja, bei dir auch? Ja, da wollten wir mal in Ruhe shoppen gehen und was passiert da? Wir sind schon wieder eingesperrt. Ja, natürlich. Können wir nicht einfach mal in Ruhe irgendwo einkaufen gehen und uns nicht einsperren lassen? Verstehe ich auch nicht, verstehe ich auch nicht. Hier gibt es auch ein tolles Kino, was natürlich geschlossen ist momentan. Oh, und da läuft aber SpongeBob. Da läuft der König der Löwen. Und SpongeBob, now playing und SpongeBob. Frozen und Ice Age. Oh, und unverbesserlich ich. Und Sonic. Oh, schade. Aber gut, wir müssen jetzt versuchen, vielleicht kommen wir ja noch irgendwie ins Kino. Wir müssen auf jeden Fall entkommen. Und ich kann dir sagen, wir machen heute das auch gepaart natürlich mit einer schönen Challenge. Wir dürfen heute nicht blau berühren in dieser Obi. Okay, ich bin gerade schon gegen diese Wand da gelaufen. Ja, das ab jetzt, Okay. Ab jetzt bitte nicht mehr blau berühren, denn sonst gibt es vielleicht eine böse Überraschung. Vielleicht hier im Spiel oder auch in echt. Oha. Wer weiß. Okay. Wer weiß. Hast du die schon mal gespielt? Nein, auf nein. Den Ball musst du aufpassen. Ja, ich weiß. Aha, aha, direkt schon. Mhm. Ja, gut, ich starte von vorne. Ich starte von vorne, ist ja gut. Du hast ja recht, Mensch. Ja, ich hab's dir extra noch gesagt. Hast du denn auch nicht da blau berührt? Nein, ich bin da drüber gesprungen. Ach, geht das? Ja, geht. Ja. Okay, super. Mhm. Ja, hier darf man das Blaue eh nicht berühren. Man muss nur bei der Wand ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das passt aber ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du denn eigentlich so ein Typ für Shopping Center oder gar nicht? Was also magst du das? Denn? Also magst du das in so einer Mall, in einem Shopping Center rumzugehen oder bist du da nicht so der Fan von? Was denkst du denn? Wie würdest du mich einschätzen? Ich sage, ja, du bist ein Fan davon. Echt? Nee, gar nicht. Nein! Nee, ist mir zu laut, ehrlich gesagt. Also, ich halte Shopping Center stimmt, du bist ja schon eine Oma, ne? Stimmt. Ja, ich halte das so gut. Eine gute Stunde schaffe ich das mal. Ich finde es ganz gut, dass da alles so auf einem Ort ist und man nicht durch die Gegend laufen muss, aber es ist mir viel zu anstrengend. Ich finde Shopping Center richtig anstrengend. Okay, verstehe. Okay, gut zu wissen. Ha! Okay, der mittlere ist es nicht. Okay, du musst links vorbei. Dankeschön. Sehr gut. Okay, wir müssen hier lang. Jungle Gym that way. Wir gehen jetzt ins Gym. Auf geht's. Okay, also es passt ganz ehrlich, ich habe vorher nicht geguckt, ob hier was Blaues oder so ist, aber das passt wirklich ganz gut mit dem Wasser, ne? Ja, das stimmt. Also hier dürfen wir wirklich nicht blau berühren. Ja. Okay, was haben wir? Guck mal, wir haben hier einen geheimen Raum. Ich weiß, was hier ist. Komm bitte nicht rein. Komm bitte nicht rein. Komm nicht rein. Nein, 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 nein. Wirklich nicht? Komm nicht rein. Komm nicht rein! Ja, ist doch voll. Hier ist doch gar nichts. Ja, genau deswegen solltest du nicht reinkommen. Na? Oh, guck mal, warte, hier ist ein Stern, den man sich zusätzlich abholen kann. Ja, den habe ich mir schon geholt. Oh, Sonic. Hast du Sonic eigentlich geguckt? Ja, habe ich und? Geguckt. Und? Was sagst du zu Sonic? Ja, stopp. Hier wird's schwierig. Hier wird's. Warte, vielleicht schaffen wir es hier. Warte. Vielleicht da so an der Seite. Ja. Also an dem Rand da. Ja. Das geht Problem das? Ist, ich brauche den Checkpoint. Da ist der Checkpoint. Ja. Hüpf in die Mitte und dann vielleicht wieder zurück. Ne, hier, ja, hier an die Wand. Ja. Also es geht auf jeden Fall. Okay. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Hat aber noch gepasst. Okay. Ganz so, hier bitte jetzt ein bisschen vorsichtig, weil hier sind auch blaue Bälle drin, ne? Eieieiei. Oder warte, kann man hier vielleicht. Warte, ich gehe hier lang. Dann gehe ich hier. Hier dürfen wir nicht rüber, aber da. Ich sehe hier nichts Blaues. Da nichts Blaues und dann wieder hier auf Rot. Okay, alles klar. Das ist echt nicht easy, ne? Passt du hier bitte auf die erste Treppe auf gleich? Jetzt musst du ins Bällebad. Ja, ja, bin schon gerade dran. Ich muss nur gucken, dass ich halt. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was denn? Ja, ich muss von vorne anfangen. Warum? Weil ich hier blau berührt habe. Wo denn? Wirst du gleich sehen. Hier in diesem Spielhaus. Ach so, hier, ja. Ja, das stimmt. Da kann man leider wirklich nichts machen, ne?
Da musst du aufpassen. Okay, hier hole ich mir wieder meinen Stern ab. Kann man gegen diese Dinger, kann man dagegen laufen? Ich riskiere es, ehrlich gesagt. Ja. Kannst du? Okay, ja, aber nicht die blauen, ne? Ja, ist mir doch vollkommen klar. Blau ist nicht gut. Gegen die hier kannst du wahrscheinlich auch. Ja, kannst du auch. In diesen. Ihr habt das nicht gesehen. Ich wollte den Stern mitnehmen, aber gut. Ist ja alles rot hier, ne? Ja, ja, alles rot. Hier kann man ja gar nicht laufen. Oh, jetzt wird's schwierig. Magst du solche Spielhäuser? Ja, eigentlich voll. Also früher zumindest und jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, wenn meine Cousins oder Cousinen oder so, ne, dann sag ich, komm mal mit. Zählt das jetzt oder ja, nicht? Ja, ich glaube, wir kommen hier nicht anders vorbei. Ich hab's oft. Ja, du musst, wenn dann hier, also was ist denn mit dir los? Ja, ich... Ich mach jetzt weiter. Wenn jemanden ein Bug trifft, dann bin ich das. Okay, hier ist alles grün und rot. Ja. Hier ist nicht so schlimm. Okay, hier ist auch erstmal wieder nichts Blaues. Okay. Das ist rot. Luckily. Was hattest du zum Sonic-Film gesagt? Ich hab's. Ja, ich fand ihn in Ordnung. Also, ich fand ihn nicht überragend, aber ich fand ihn auch nicht mega schlimm. Wie sieht's bei dir aus? Ich fand ihn auch. Also, ich fand ihn nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ja? Mir hat er nicht so gefallen. Ich weiß es nicht. Ich hab mehr erwartet. Also, ich fand. Also, Jim Carrey. Mehr erwartet? Also, ich muss sagen, nach diesem ersten Teaser. Habe ich eigentlich gar nichts erwartet. Ja, aber das war ja eher das Optische. Hm. Ja, das Optische von Sonic. Mir geht es ja eigentlich eher nur um die Geschichte. Und ich muss natürlich sagen, Jim Carrey hat das wieder sehr gut gemacht. Mhm. Aber insgesamt, es kann auch vielleicht einfach daran liegen, dass ich früher nicht so der Sonic-Fan war. Das kann natürlich auch sein. Also ich habe... Tatsächlich nicht, weil die Sonic-Spiele sind irgendwie so von Spiel zu Spiel schlechter geworden. Finde ich. Ja, also ich war nie so der große Sonic-Fan. Okay, wir sind jetzt hier. Guck, siehst du, wir sind im Kino. Und jetzt müssen wir ins Kino. Das finde ich gut. Es läuft immer noch SpongeBob. Use the cinema exit door to escape. Okay. Ach, sind wir denn schon fertig? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal! Was berühren SpongeBob! SpongeBob läuft! Da haben wir ein sehr lustiges TikTok-Video aufgenommen. Von SpongeBob? Hast du es gesehen? Ja, das ist so, stimmt, ja. Okay, ich glaube, wir müssen hier vorbei, dann, ja? Ich will mir das aber angucken. Okay. Jetzt können wir, glaube ich, nach Hause. Aber, ich hoffe, du hast die Wand nicht berührt. Die ist nämlich blau. Nein, ich glaube nicht. Gut. Okay, jetzt gibt es hier wieder einen Speedrun. Well done. Yes. Ja, den Speedrun, den schaffen wir doch. Das ist so machbar, wa? Ich finde tatsächlich auch ganz schön, dass die Sterne, so wie sie hier verteilt sind, alle holbar sind. Mhm. Und nicht irgendwie so ganz seltsam. Danja, das war eine relativ kurze Obi. Wie wär's, wenn wir hier von dem gleichen Creator noch die Museums-Obi machen? Hä? Ja, lass da gleich mal. Oder die Zirkus-Obi. Kannst du dir eine aussuchen? Ich nehme das Museum, das, wenn ich mir das hier angucke, da sieht wird mir ganz anders. Sieht ein bisschen wieder aus, ne? Ja. Okay. Wir versuchen dann direkt noch nach dem Einkaufszentrum hier das Museum, weil, ne, es war ein bisschen kurz, deswegen nehmen wir das auch mit. Sollen wir hier auch bei nicht blau berühren bleiben? Yes, klar doch. Okay, dann sind wir jetzt hier auch. Passt doch mit der Wand und so? Natürlich ist wieder der Manager wieder total verrückt geworden. Warum drehen die immer alle voll durch, hier, die Manager? Hä, warum kriege ich den Stern nicht? Ja, ich habe ihn auch gerade nicht gekriegt. Okay, gut. Dann wollen wir hier erstmal. Hier kann man keinen Stern einsammeln. Ja, anscheinend. Doch, man sammelt sie ein, aber sie verschwinden nicht. Ja. Du musst mal rechts gucken, dann sieht man auch das. Stimmt. Aber hier musst du aufpassen, weil hier die Wand blau ist. Ja. Was ist denn jetzt? Nichts. Okay. Nix. Guck, auch hier dürfen wir wieder nicht blau berühren. Ist das schön. Ja. Das passt auch. Wie hat dir denn eigentlich gerade die Obi gefallen?
Sie war okay, sie war okay. Sie sah ein bisschen leer aus für ein Einkaufszentrum. Stimmt. Aber ist trotzdem vollkommen okay. Waren nicht so viele Shops drin oder vielleicht noch nicht? Weiß man ja nicht. Also in dieses Museum zu gehen, hätte ich echt kein Problem. Sieht eigentlich hier ganz lustig aus. Stimmt. Hier, hast du schon Kunstwerke entdeckt? Nein, ich bin das einzige Kunstwerk hier. Hast du gemerkt, ne? Hast du gerade nicht gesagt, ne? Oh doch, oh doch. Und das war mein Ernst. Ja, natürlich, ich weiß, dass das dein Ernst war. Oh nein, wähle nicht den falschen Weg. Das ist ja das Traurige an der Sache. Hier passt auch wieder gut, dass man Blau nicht berühren darf, bei diesem Matsch oder Schleim oder was auch immer das ist. Ja, also hier einmal bitte Gelb. Ja, dann. Rot. Ja. Und wieder Gelb. Sicher? Ja. Ja. Siehst du? Gut. Freundlich, viel zu freundlich von dir. Das hätte ich dir jetzt fast gar nicht zugetraut. Das ist mir wieder klar. Nee. So. Oh, gut, die Stange hier ist nicht blau, ne? Die ist eher so... Die ist grün, ganz klar. Nein, nicht die Dinger, sondern die Stange selber. Nein, die ist grau. Die ist grau. Gut. Gut. Ja, müssen wir ja mal drüber reden, ne? Das nicht das hier... Okay, jetzt bitte vorsichtig hier in dem Labyrinth, weil hier sind die Wände blau. Mhm. Also bitte nicht... Ich seh schon. Bitte nicht gegen die Wand laufen. Oh, ich hab auch Labyrinth. Schon, oh, nicht Labyrinth. Ich habe schon den Ausgang gefunden. Oh, jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen... Komme ich direkt zur Ente? Ja, ich komme direkt zur Ente. Ente gut, alles gut. Das war jetzt ein bisschen fail, ich weiß, aber... Das musste mal sein. War ein wunderschöner Wortwitz. Er war in Ordnung. Ne, ich würde sagen, er war in Ordnung. Ey, mit einer Rutsche kann man aus dem Museum entkommen. Das ist ja cool. Das finde ich gut. Ein gutes Museum, muss ich sagen. Das war auch sehr kurz, dieser Obi tatsächlich. Ist jetzt aber nicht so dramatisch. Aber ist auch mal in Ordnung. Wir hatten ja auch eine andere... Oh Gott, ich bin gestorben. Wir hatten ja auch jetzt eben eine andere Obi schon gespielt. Deswegen ist das auch für heute vollkommen in Ordnung. Da haben wir halt zwei Obis gespielt. Richtig. Wo wir eine Nicht-Blau-Challenge machen. Ja, genau. Wir haben gezeigt, dass wir das bei zwei Obis können. Mhm. Slide... Okay. Uff, ein Glück lag hier gerade kein blauer Ball, ne? Ich hab's geschafft. Ja, Leute, ich hab's geschafft. Ich hab's auch gleich geschafft. Die Nicht-Blau-Berühren-Challenge hier im Museum und im Supermarkt finde ich beides doch recht, ich sag mal, machbar, ordentliche Obis auch. Ja, also machbar sowieso und auch die Obis waren recht ordentlich. Finde ich auch. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Also, das ist hier die Shopping Center Obi und die Escape the Museum Obi. Mhm. Oder Escape the Fun Museum Obi. Und ich würde sagen dann, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.